Hallo Leute und willkommen zurück zu Far Cry 4. So, jetzt zu Beginn des Parts versuche ich mal so einen Elefanten zu erlegen. Ich habe jetzt gerade eben nur ein paar Mal mit dem Ding hier angefahren, Tuk-Tuk oder sonst was. Hat nicht so geklappt, der hat eher das Ding zerstört als ich ihn. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt irgendwie töten kann. Wütend mache ich ihn auf jeden Fall. Was nicht so geil ist? What the fuck? Oh la la. Wo ist er hin? Ha! Ich habe ihn getötet. Tja, wer ist jetzt der Macker? Erstmal häuten. Was so viel Haut wie der abgibt, das passt in keine Tasche rein. Oh, was zur Hölle? Fick dich. Tja, ich habe dich mit einem Pfeil erschossen. Also hätte ich es schon vor ca. 500 Jahren oder so schaffen können. Glaube ich, Lager. Egal, ich fahre jetzt auf einmal zur nächsten Mission. Ich wollte zu Amita fahren und bei ihr eine Mission machen. Okay, da wären wir. Mieter. AJ, du weißt ja gar nicht, was diese Felder für Kyrats Zukunft bedeuten. Vorräte, Waffen, Munition, Fahrzeuge, alles, was der Goldene Pfad braucht, um Paganin zu bekämpfen. Ich war mir bei dir nicht sicher. Beim ersten Mal in Banapur sah ich nur Sabal und seinen Schoßhund. Aber du bist kein Schoßhund, oder? Jetzt weiß ich, wozu du fähig bist. Du hast so viel verändert. Du hast Kyrat nicht vor dem Krieg gesehen. Ich war 6 Jahre alt, als meine Eltern mir sagten, wen ich heiraten soll. Das ist die Welt, die Sabal anstrebt. Er will uns zurück ins Mittelalter führen. Aber du und ich, wir sind ein gutes Team. Und jetzt brauche ich deine Hilfe beim Schutz der Statuen von Kyra. Paul versucht sie zu zerstören, als Teil seines Plans, das Volk gegen den Goldenen Pfad aufzubringen. Okay. AJ, es bedeutet mir viel, dass du mich unterstützt. Also müssen wir jetzt davon nur Statuen retten. Die schlafenden Heiligen. Ich habe schon einige gesehen, aber ganz ehrlich, wenn die zerstört werden, das würde keinen. Oh, okay. Schon eine große Statue, wenn ich die mir jetzt von hier aus so ansehe. Aber wenn die jetzt Schrott gehen würde, wen würde das schon interessieren? Nein, okay, klar. Pergamin auf jeden Fall. Okay, ich. Ups. Das tut mir ja echt leid. Aber. Ihr wart auf meiner Straße irgendwie unterwegs. Da. Leck mich. Okay, boah. Ich dachte, ich falle jetzt noch vom Ding. So, wie komme ich da hoch? Enterhaken? Kann ich so hoch werfen? Ich glaube wohl kaum. Nee. Mal schauen, vielleicht komme ich irgendwie hier. Ja, da vorne komme ich hoch. Okay, da werden wir. Also sogar zwei fette Statuen. Wow! Krass. Alter. Schlafenden Heiligen. Yeah, Motherfucker. Boah, geil. Boah, die Explosion im Spiel. Boah, was? Bist du am Piepen? Nein, ich wollte mir gerade das spritzen. Oh, aber die Explosionen waren gerade so gut, die haben mich schon praktisch zu Tode abgelenkt. Ich gestorben bin, aber ich kann mir die geile Explosion jetzt nochmal reinziehen. Wie war die gut? Schon geil aus. Und. Boom. Baby. War jetzt alles voll mit drauf. So, jetzt. Richtige Waffe auspacken. Fuck. Wow, da sind ja Sniper. Das ist dann Piepen. Alter, die machen so viel Schaden. Krass. Spritzer. Hoffentlich habe ich genug Munition. Das wird scheiße, wenn. Oh, scheiße. Ich habe nur noch ein Magazin. Das ist nicht gut. Jetzt müssen aber Headshots hier folgen. Ich treffe ihn nicht. Scheiße. Okay, noch mal ein bisschen heilen, dann muss ich ein bisschen nach vorne rennen und Munition finden.
Hopp, 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 hopp. Nein, ich hab's in die Luft gejagt. Scheiße. Ist da Munition drin? Ich glaube, kaum. Nein. Fuck, 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 fuck. Ah, das ist jetzt kacke. Munitionmangel, echt. Das ist echt das Schlimmste hier. Hätte ich gedacht. Muss auf jeden Fall neue Beutetaschen und neue Munitionstaschen machen, weil echt, das geht langsam echt nicht klar, wie wenig Munition man hat. So. Fuck, ich muss hier an der Seite schnell hoch. Wollte mich hier runterschießen. Schnell, 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 schnell. Oh. Dann erledige ich die hier oben mal eben schnell. Wollte mich hier komplett töten. Wie der? Ist nicht tot. Okay, jetzt ist er tot. Fuck. Noch einen Schuss habe ich. Ich muss eigentlich die Waffe tauschen, aber ich will nicht. Und noch das, das und eine Sniper. Okay, damit kann ich auch was machen, wenigstens. So, einfach mal hochklettern jetzt. Da, Leiter. Und ist aber keiner mehr, ne? Ja, nö. Habe ich wohl alle erledigt. Aber hier ist noch einer. Yo, was? Mann. Ah. Ey, scheiße. Oh mein Gott. Oh. So scheiße, dass ich mit der scheiß Sniper einfach nicht treffe. Auf Nahkampf ist das echt schlimm. Die bewegen sich einfach zu schnell und die scheiß Sniper ist. Was macht der? Alter. Ich bin die Scheiße hier fast versaut. Puh. Munition. Nochmal eben schnell heilen. Wo ist hier der eine Typ? Tatsächlich, das ist so Schraffwerfer nicht. Immer beim Zielen machen die so einen Move, wo ich sie mit der Sniper nie treffe. Immer dieser eine beschissene Move. Oder ich bin einfach nur scheiße. Scheiße. Da hab ich Granaten oder sonst was? Ne, fuck, ich muss ja ausrüsten. Hat er hier noch eine Granate? Also da. Und ist ja eh nicht. Da, komm, komm, komm. Wir sind eine halbe Minute da. Zack. Ach, scheiße. So, Zack. Ey, hier war noch einer, der hoch. Oh, da ist er. Geritzt. Dem noch eine verpassen. Ich die kurz ein bisschen schlitze. Alter, wie viele hier sind. Fuck. Ist auch noch Sniper, ne? Wo ist der? Oh, da war der. Alter, das ist ein bisschen viel, nicht wahr? Fuck. Granat. Hier war ein Raketenwerfer, nicht wahr? Weiß ich doch. Hier war einer. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Shit. Jetzt muss ich die nehmen. What the f. Ich bin tot. Ich bin so tot. Hier kommen aber auch richtig viele und ich hatte einfach nicht genug Munition. Und snipe bin ich echt mies. Okay, jetzt nochmal das Ganze. Uah. Okay, ich schätze mal, ich hab's geschafft. Oh, what the fuck. Vermieter, erledigt. Okay, aber ich hätte. Dann und dann. Was? Blockiere den Weg, der zu den Statuen. Womit? Wieso? Oh, fuck, von noch mehr. Sonst zu viele Krieger zu ihrem Schutz abstellen. Wir führen einen Krieg. Der goldene Pfad hat ganz andere Sorgen. Okay, so, was muss ich jetzt machen? Oh. Ein bisschen schwingen.
Okay, hoch. So, habe ich auch Sprengstoff da dran bringen oder was? Oh ja, hier ist noch Munition sogar. Seilrutsche muss ich benutzen. Warte. Ja, genau, ich habe einen Raketenwerfer. Einfach dagegen schießen, offenbar. Und runter hier. Oh yeah. Die schlafenden Heiligen. Weg hier, bevor der Sniper mir noch den letzten Schuss verpasst. Oh mein Gott. Oh, Sucker. Meine Güte. Die Missionen sind doch echt härter, als ich dachte manchmal. Die Masse an Gegnern ist echt krass. Und ich brauche dringend neue Taschen. Oh lol. Richtiger Krieg zwischen Tier, Mensch und... Nee, warte, zwischen Tier, hier unseren Leuten und den anderen. Tiger. Zack. Zack. Ja. Ja, das ich auch. Und dann wurde ich entführt. Kyrat braucht einen Frühjahrsputz raus mit dem Alpen, etc., etc. Aber im Auftrag anderer zu töten, das passt nicht zu dir, Junge. Was meinst du, warum Amita und Sabai so heftig um dich werben, hm? Sie haben Angst vor dir, AJ. Und das sollten sie verdammt nochmal auch. Ja, ich mache für die ja jede Scheiße. Die müssen Angst vor mir haben. So, warum kann ich nichts herstellen? Ich habe, glaube ich, so viel Scheiße, aber kann nichts herstellen. Hatte maximales Upgrade schon verfügbar. Warte, was will ich haben eigentlich? Beute? Munition. Ich habe auch keinen einzigen Munitionsbeutel. Wildschweine? Oh mein Gott. Brauche ich ja praktisch gar nichts. Ein Punkt. Oh mein Gott. Damit kann ich ja nichts anfangen. Also lasse ich es einfach mal. So, ich glaube, ich gehe mal eben kurz Schrott verkaufen, den ich nicht brauche. Und dann muss ich wirklich wieder ein bisschen jagen gehen für bessere Taschen. Vollmunitionstaschen, die habe ich echt nötig jetzt. So, als erstes jage ich mir mal so ein Nashorn. Mal schauen, wie das... Oh mein Gott, ich glaube, es wird so viel aushalten. Mal schauen. Ich meine, es hat jetzt schon Angst. Vielleicht hält es ja doch nicht so viel aus. Ey, das rennt aber scheiße schnell weg. What the fuck? Nein, 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 nein. Uiuiui. Alter, was? Oh, scheiß! Okay, die Viecher sind ja kackendreist. Alter. Fuck. Die halten ja 10-mal mehr aus, als ich dachte. Ich habe den locker 10 Pfeile reingeschossen und die leben immer noch. Fuck. Da ist das Vieh. Hm. Verkraftet es wohl eine Rakete? Oder explodiert es? Ich glaube, das riskiere ich nicht. Ich schieße es ihm voll in die Fresse einfach so. Ja, ne? Du Drecksvieh. Guck die Scheiße an, ne? Richtig kacke, ne? Komm her. Ey, wohin mit dir? Wetten, der kommt jetzt angerannt, weil ich auf seiner Ebene jetzt bin. Ey, wohin mit dir? Oh mein Gott. Ich habe eigentlich im Grunde schon ein Nashorn, Haut, Fell, keine Ahnung. Aber kein Plan, wie ich das hingekriegt habe, einmal zu töten, weil... Was zur Hölle hält das Vieh aus? Ich habe einfach meine ganze Munition jetzt verballert. Einfach alles. Das ist krass. Aber jetzt kann ich, das upgraden. Zwar nicht die Munitionstasche, aber wenigstens die Sprengstofftasche. Etwas wenigstens. Jetzt muss ich aber auf Schweinejagd gehen. Ganz dringend. Ich habe jetzt meine ganze scheiß Munition mit verballert. Okay, jetzt muss ich ein paar Schweine töten. Na, fuck. Die halten schon mehr als ein Pfeil aus. Das ist schon das Doppelte, was ich vermutet habe. So, ich brauche 3. Aber ich habe hier nur 2. Bisschen schade. So, vielleicht habe ich ja noch sogar einen bei mir in der Tasche. Ja, hatte ich sogar. Nice. So, da. Geil. Direkt upgegradet. Und jetzt müssen wir... Ah ne, ich will ja noch weiter... Was wollte ich eigentlich noch machen? Das und... Beutetasche, genau. Schweinehaut brauche ich dafür. Gut, und dafür brauche ich Baralfell. Was ist das denn? Soll ich das... Ja, das nehme ich noch mit. Kann ich verkaufen. Ein bisschen Geld schadet ja auch nicht. Ah, ich kann noch was upgraden jetzt. Was? Ah, dafür brauche ich auch Wildschweinhaut. Praktisch. Und das habe ich auch direkt hier mit Wolfsfell. Was für ein Zufall. Na gut.
Dann muss ich mal jetzt Schweine finden. Nee, warte, was muss ich jetzt finden? Baralfell oder... Doch, Schweinefell. Ja, doch. Schweine muss ich jetzt finden. Okay, jetzt muss ich 3 Schweine schlachten. Da sind schon mal 2. Okay, die halten wie vermutet nur einen Pfeil aus. Gut. Ist da noch ein drittes? Ah, schade. Oder? Bin mir nicht sicher. Vielleicht war da hinter dem Busch noch einer. So, 1. 2. Und wo ist das dritte? Ist doch bestimmt hier auch irgendwo, oder? Da ist es doch. Perfekt. Ey. Beuten. So. Okay. Cool. Dann haben wir die 3 Schweine heute. Und ja, herstellen. Herstellung. Beutetasche. Tigerfischhaut. Ach Gott, da muss ich ja angeln gehen. Okay, doch eine Tasche will ich verbessern. Am besten eine Munitionstasche. Ein bisschen mehr Munition schadet nicht. Baralfell. Muss ich auch mal schauen, wo das ist. Warum findet man nicht die Tiere in der Gegend, wo man sie finden sollte? Verstehe es nicht. Ich finde hier die ganze Zeit irgendwelche Tiere, die ich gar nicht suche. Aber ich töte sie trotzdem, weil hier das andere Tier ist. Ich will nicht da ist. Oh Mann. Jetzt jage ich aus Verzweiflung auf irgendetwas. Ey, 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 ey. Aber sind so klein. Ey, kommt her. Verdammt, dann du eben. Fuck. Keine rechtlichen Bewegungen. Zuff damit. Erwischt. Okay. Weiß nicht, ich glaube, das Fell von dem brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Ja, egal. Wenn ich das Tier, das ich haben will, nicht finde, dann muss ein anderes Tier, das hier zufällig ist, leiden. So. Ja, okay, wenn ich das schon nicht finde, dann mache ich mal eine Mission. Mal schauen, welche nehmen wir denn. Hm. Ja, immer noch natürlich hier die Mission. Herc. Ich weiß nicht, ich mag Herc nicht. Beziehungsweise will nicht bei ihm eine Mission machen. Aber gehen wir mal zu Nur. Den kennen wir noch gar nicht. Ach, das ist diese komische Arena. Da ich immer noch verwirrt bin. Ob ich da auf Drogen war, ob das jetzt auch wirklich war oder nicht. Ah, wie auch immer. Was machen die da? Die Tiere sind hungrig, verfütter ihm. Fuck. Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Das hört sich doch nach einer interessanten Mission an. Nicht wie die letzten. Oh, beschütze das. Geh mal dahin, töte das und das da. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Fuck. Während des Anrufs mir zu sagen, dass ich es leise machen soll, ne? Meine Güte. Ist beinahe verkackt. Ich bin beinahe sogar mit einem Tuk-Tuk fast hier reingebrettert. Knappe Sache. Okay. Blöd ist, ich habe meine Sniper nicht dabei. Stattdessen habe ich was viel lauteres. Nur Raketenwerfer. So, mal schauen. Headshot. Du hast nichts gesehen. Oh, scheiße, du hast gesehen. Der gleich Feuer frei. Die sind so verwirrt, ne? Meine scheiß Pfeile, ne? Die hängen da fest. Was zur Hölle? Und? Ganz ruhig, du hast nichts gesehen. Es gibt keine ungefähre Richtung. Die ungefähre Richtung ist dein Tod. Ah, mit dem Pfeil alles zu töten ist doch so viel lustiger, als ich dachte.
so angenehm. Oh Leute, der hat mich gesehen. Ja, den kann ich jetzt eine Rakete verpassen. Oh mein Gott, das war so klar. Okay, ich habe einen viel einfacheren Weg hier reingefunden. Einfach durch den Hintereingang. Okay. Amita, jetzt hole ich mir Paul. Es ist sehr gefährlich, AJ. Wir wollen ihn lebend, um ihn zu verurteilen, aber sei vorsichtig. Und mach Fotos von seinen Verhörzimmern. Die Menschen müssen sehen, was dieses Monster getan hat. Und AJ... Statt des Schmerzes. Lass dich nicht schnappen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, töte ich ihn. Also wenn es einfach ist, ihn einfach so lebend zu entführen, dann mache ich es natürlich. Aber wenn es einfacher ist, ihn zu töten, dann töte ich ihn einfach. Weil ihn zu verhören ist voll useless. So. Gucken, ob ich es komplett leise machen kann. Gucken. Ich glaube, hier kann ich hochspringen. Gut. Ganz ruhig. Und keiner steht da vor dem Eingang. Perfekt. Komm mal rein da. Oh, scheiße, oder auch nicht. Hopp, schnell rüber hier. Und hinten durch. Wow. Verstecke die Leiche. Guter Tipp, mach ich echt. Oder? Ja, ne, die ist schon versteckt. Irgendwie konnte ich doch hier aufs Dach, oder nicht? Ja, doch, da. Ist ein bisschen auffällig, wenn ich da jetzt einen Enterhaken hinwerfe. Ich glaube, das wäre es echt. Lass ich also lieber am besten. Katsching. So, ich brauche Fotos von Verhörzimmern. Gehe ich mir erstmal zu dem da hinten. Am weitesten entfernt. Obwohl das vielleicht keine so gute Idee ist, aber naja, auch egal. Haha, da feiert jemand Pagan Min. Pagan Min. So, komme ich da rein? Okay, die darf ich jetzt am besten nicht angreifen. Fuck, da komme ich nicht rein. Aber da. Ah, okay, cool. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Scheiße. Warum gucken die auch denn hoch? Wieso gucken die denn aufs scheiß Decke? Ja, okay. Zum Glück bin ich hier gespawnt, nicht direkt am Anfang wieder. Okay, ein Foto habe ich. Ich könnte zum nächsten Dach springen. Das andere ist da. Ich glaube, ich springe erstmal zu dem Dach am besten. Ja, ist am besten. Warte, kann ich irgendwo... ja, kann ich. Perfekt. Ach, scheiße, es ist so weit unten. Fuck, ich dachte, das wäre hier oben direkt. Ja, dann mache ich doch lieber zuerst das andere. Ja, aber voll cool, dass man hier voll aufs Dach hier schön rumlaufen kann. Ach, fuck. Okay, dann muss ich jetzt darüber springen. Wow. Schnell in Deckung. So, Foto. Und jetzt noch das letzte. Aber das letzte wird jetzt mega nervig, weil ich da wieder komplett zurück muss. Mal schauen, wo kann ich es am besten? Irgendwie hinten durch am besten. Da hochspringen. Wieder über die Dächer. Ja, wirklich, hier über die Dächer zu laufen macht richtig Bock. Ist so total simpel, aber macht richtig Bock. Ach, nicht du! Was zur... Was macht der denn? Macht auf einmal seinen scheiß Wingsuit auf. Ist er bekloppt? Okay, zum Glück muss ich nur noch das eine machen. Macht einfach seinen scheiß Wingsuit an. So ein Trottel. Macht er bestimmt auch, wenn ich da jetzt runterspringe. Deswegen muss ich jetzt erstmal aufpassen, dass ich es richtig mache. Ach, die sehen mich auch direkt dann. Was ist das? Das ist ein bisschen kacke. Es wird auch nicht so einfach, da runter zu springen. Wirklich, von dem ein Foto zu machen, ist wirklich das Schwierigste von allen. Oh, scheiße. Der Typ da oben, muss schnell erledigen. Zack. Okay. Das letzte Foto. Oh, nein! Das kann doch nicht wahr sein. Oh.
Oh, dann ist da noch einer. Scheiße. War natürlich klar, dass das passiert. Okay, jetzt weiß ich aber Bescheid. Okay, jetzt kann ich das letzte Foto machen. Okay, da ist ja nur ein Hund drin. Ich dachte, jetzt würde mich auf einmal einer sehen können. Ich habe deine Fotos. Paul ist echt ein krankes Schwein. Ich kann es mir kaum vorstellen, AJ. Wenn es etwas Gutes daran gibt, dann dass wir es benutzen können, um Pagans Lügen zu zerstören. Bleib nicht länger dort, als du musst. Schnell hoch da. Bevor die mich noch sehen. Oh, hoch, 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 hoch. So, da schon eins hinwerfen. Und hoch da. Über die Dächer ist es doch am besten hier. So, Plurs Büro, das ist da ganz oben. Soll ich aber aufpassen, dass ich nicht zu offensichtlich da irgendwie ranspringe. Die verpissen sich ja alle gerade so in die Richtung, wo ich gerade eben war. Ganz praktisch eigentlich für mich. Dann warte ich einfach mal ganz kurz ab und dann bewege ich mich weiter nach vorne. Die haben sich wirklich alle dahin verpisst, wo ich ein paar Leute getötet habe. Richtig praktisch für mich jetzt, weil ich jetzt einfach hier hinlaufen konnte. Da hoch. Hä? Wir haben einfach Leichen rausgeworfen. Was zur Hölle. Oh, lol, was geht denn hier los? Finde de Plurs Büro. Oh, was für ein sneaky Move. War richtig gut. Ja gut. Nein. Okay, okay, lass sie schnell ran. Nein, 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 ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib mir mal einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette. Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich lieg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja. Küsschen, Küsschen und süße Träume, okay? Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Da war er wohl überrascht. Trage de Pleur noch drauf. Ach, ich kann ja gar nicht töten. Ja, okay, ich hätte ihn auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht getötet, weil natürlich, man hat jetzt gehört, dass er eine Tochter hat. Wäre jetzt nicht so geil, ihn jetzt zu töten. Ein paar Sachen aufheben. Ja. So, dann raus hier. Warte, wo komme ich hier raus? Ist so da. Warte, werfe ich ihn genau. Jetzt ihn genauso wie die anderen da einfach rauszuwerfen, das wäre ja lustig. So. Oh, jetzt muss ich. Ich hoffe, die ganzen Typen sind abgelenkt, betrunken und irgendwo anders. Kann ich ganz einfach durch. Ah, natürlich. Sie ist so geil. Kann ich irgendwie über einen Zaun werfen oder so? Wäre schon praktisch.
Ah, verdammt. Hm. Da muss ich mich irgendwie um die erstmal kümmern. Fuck. Das sind 4 Leute. Ups, 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 ups. Ich gehe mal kurz rum und gucke, ob es da einen anderen Weg ist. So links drum herum, weil rechts rum wird es wohl wahrscheinlich nichts. Schauen, vielleicht ist da im Haus irgendetwas. Ne, hier ist absolut nichts. Aber hier ist ein Weg, ja, also. Ja, doch, links rum. Da muss ich gleich eben kurz holen gehen, so ein Scheiß. Okay, ich bin schön am Rand entlang gegangen. Ging sogar ziemlich einfach. Okay, jetzt ab ins Auto und weg hier. Kofferraum. Und weg hier! Wollte mich hier noch sehen. Okay, die haben mich zwar gesehen, aber egal. Ich bin weg hier. Oh yeah, baby. Befehle und so, weil ich tue alles, was man mir sagt, offenbar. Da gibt's nichts zu lachen, du Sack. Du wirst schon sterben. Wahrscheinlich. Ob ich nochmal für dich? Boah, ist ein Sack. Boah, ja, dafür stirbt er jetzt erst recht. Alter, was ein Arsch. Dann lacht er noch darüber. Boah, was ein Wichser. Jetzt möchte ich ihn eigenhändig erwürgen und dann irgendwo runterwerfen. Und während er runterfällt, noch einen Pfeil zwischen seine Augen schießen. Das war jetzt schon ziemlich dreist. Da lacht er noch drüber. Er lebt noch. Was ein Sack. Er wäre tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde, lass das! Moment mal. Das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche. Ich brauche mein Handy, Mann. AJ, bitte. Bitte, ich brauche mein Handy. Lass mich los, ihr Pavian. Ashley. Ashley, Baby, Daddy ist hier. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Wie zur Hölle kann dann die Familie von irgendjemandem auslöschen? Oder einfach Leute töten, die andere Leute lieben und dann selber noch irgendwie eine Tochter haben, die er dann auch noch liebt. Ich weiß, was ist los mit ihm? Oh mein Gott. Das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Angriff. Ja, stimmt. Jetzt kann ich die Festung endlich einnehmen. Nicht wie letztes Mal, wo ich sie versucht habe, aber nicht hingekriegt habe, weil es eigentlich gar nicht möglich war. Oh mein Gott, das war so lächerlich. Boah, aber eigentlich, ja. Selbst wenn er jetzt eine Tochter hat, hat er schon verdient zu sterben. Sogar, dass er gerade eben einfach nur darüber gelacht hat, dass er sie umgebracht hat. Das hat's einfach nur, ne? Das war zu viel. So, aber ich glaube, ich beende den Part an dieser Stelle und, ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Oh, wir haben sogar eine. Hier. Warte, ich hab's gerade gesehen. Da, genau. Goldene Pfadmission. Aber ich glaube, ich werde das im nächsten Part zuerst mal versuchen, die Festung hier einzunehmen und danach das machen. Aber ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!